Ja, und die Fahrt geht weiter. Auf der Strecke schwere Fracht für Sedin mit der Baureihe 232 Ludmilla. Wir fahren eine Loküberführung und sollen einen Güterzug abholen. So viel zur Kurzinformation. Und ja, wer sich für den vorigen Teil interessiert, kann das sehr, sehr gerne in der Playlist einsehen. Dort findet ihr den entsprechenden ersten Teil. Das Signal vor uns blinkt schon wieder. Wir müssen runterbremsen auf 60. PZB Wachsamkeit bestätigen und schön runterbremsen. Ja, wir haben jetzt den Vorteil, wir fahren entgegen der Steigung und dadurch müssen wir nicht ganz so viel Bremskraft anwenden. 185 sollten wir aber auf jeden Fall. So, hätten wir auch schon mal geschafft. Den Rest sollte wirklich dann die Steigung an dieser Stelle erledigen. Abgespeichert. Und dann lassen wir die Lokomotive einfach bis zum Signal hin rollen. Wir werden noch mal ein bisschen nachbremsen hier mit der elektrisch-dynamischen Bremse. Da geht das immer sehr, sehr schön. Schön verschleißfrei. Zack, genau auf 60. Das grüne Signal kommt. Wir dürfen uns befreien. Und dann werden wir jetzt über, ich glaube, das Anschlussgleis zur Berliner Hauptstrecke geleitet. Da geht es jetzt für uns einmal in einem ganz großen Bogen in Richtung Großbären. Hier kompletter Linksabzweig. Ach nein, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir würden hier entlang fahren. Gut, scheinbar nicht. Ach, stimmt. Ja, der Bahnhof Großbären ist ja unmittelbar an dem Abzweig hier angeschlossen. Deshalb werden wir höchstwahrscheinlich direkt in den Güterbahnhof einfahren. Was dann hier hinten über diesen Abzweig geschehen wird, werden wir gleich noch sehen. So, hier sind noch KS-Signale. Wunderbar. Weil ich glaube, hier hinten folgt dann auch in Richtung Flughafen Berlin-Schönefeld eine verkleinerte HL-Signalbauform. Die sind immer nicht ganz so angenehm zu lesen. Klar, wenn man sich einmal mit den Signalen, ich sag mal, zurechtgefunden hat, dann geht das einigermaßen. Aber gerade für die Zuschauer, die relativ neu sind, ja, denen werden HL-Signale noch nicht so viel sagen. So, da stand eine 100er Tafel. Aber wir sind jetzt hier in Abzweigrichtung und dann sollten wir das nicht drauf anlegen. Ich glaube nämlich hier vorne, ja, kommt auch schon wieder ein gelbes Signal. Und da steht auch der große Turm. Genshagener Heide GHB. Ja, halt erwarten, runterbremsen auf 50. Hier ist nochmal die Hauptstrecke und hier das schöne Signal, was uns zur Langsamfahrt zwingt. Einmal die Bremse anziehen, E-Bremse wieder schön mit dazu nehmen und dann wird es hier schön geschmeidig. So, die 50 haben wir schon unterschritten. Sehr gut also, unter 45 sind wir auch schon. Der 500 Hertz Magnet macht uns also keine Probleme. Dementsprechend den Druck ein bisschen lösen. Senken. Druck lösen ist ein bisschen schwierig. Druck wird gesenkt. So. Das Signal steckt bestimmt direkt hinter der Kurve. So heimtückisch, wie man da manchmal mit der Signalsetzung ist. Na, hier könnte man auch ruhig mal die Büsche wieder verschneiden. Ja, genau. Dort vorne einmal HP0. Und hier drüben die Autobahn, oder? Obwohl, nein, hier vorne sind gelbe Schilder, also eine Bundesstraße. Beziehungsweise Kraftfahrstraße. Aber wir konzentrieren uns heute auf die Schiene.
50 steht dran. Ah, okay. Alles klar. Wir dürfen weiter. Wir dürfen weiter. Leistung aufschalten und mit PCB-Befehl 40 geht es dann über das Signal. Am Signal vorbei. Sorry. Nicht oben drüber. Zack, Befehl 40 leuchtet auf. Das Piepsen kann aufhören und wir fahren mehr oder weniger auf Sicht weiter. Ja, hier hört man nochmal sehr, sehr schön den Straßenlärm, der von so einer Kraftfahrstraße verursacht werden kann. Ja, da freuen sich dann die Anwohner immer entsprechend über die Schallschutzwände. Kann ich auch wirklich verstehen. Naja, ein bisschen schneller können wir hier schon fahren. Ich meine, wir können hier relativ gut den Gleisbereich einsehen. Das hat man ja schließlich selten. Da muss man direkt hier mal die Gelegenheit nutzen. Aber entsprechende Achtung gilt natürlich bei HP0 zeigenden Signalen und Gleiskoppelspulen im 500 Hz-Bereich. Das könnte unangenehm werden. So, mit unserer Dampflok geht es jetzt in den Güterbahnhof hinein. Man könnte wirklich sagen, es wäre eine Dampflok, oder? Ja, und dann nähern wir uns unserem Ziel. Aber wir haben noch einiges hier in Großbären zu tun. Ganz so schnell geht's dann doch nicht. Okay, wunderbar. Wir haben hier nochmal ein Vorsignal, was Halt ankündigt. Und das nächste Signal kommt dann in einem verkürzten Signalabstand. Also müssen wir etwas schneller runterbremsen. Aber da wir ja sowieso schon unter 40 sind, ist das für uns kein Problem. Ja, all denjenigen, denen das Video gefallen hat, die sollten natürlich einen Daumen nach oben geben. Und alle Neuzugänge sollten den Kanal abonnieren. Empfehle ich euch sehr. Jeden zweiten Tag garantiere ich euch ein wunderschönes Video aus dem Train Simulator. Und versucht dann mal relativ spannende Aufgaben für euch herauszufischen. Und lasst auch gerne mal einen Kommentar da. Lese ich mir in jedem Fall durch. Beantworten tue ich es, wenn ich Zeit habe. Aber das kommt auch in nahezu jedem Fall vor. So, Bremse leicht anziehen. Zack, am Güterwagen angekommen. Wir drücken nochmal ganz kurz nach. So, damit auch wirklich die Puffer aneinander liegen. Theoretisch sollte ja eigentlich der Rangierer da unten für uns das Ankuppeln übernehmen, aber wir legen heute mal wieder selbst Hand an. So, Leiter runterklettern und erstmal zum Kollegen. Guten Tag, du möchtest heute nicht ankuppeln? Ja, okay, guck auf deine nicht vorhandene Uhr, beziehungsweise auf deinen Ärmel. Dann übernehme ich das heute mal wieder. So, einmal die schwere Kupplung aus dem Kupplungshaken hinaus hieven. Und dann drüben eine Lok einhängen. Oder na gut, andersrum. Nun den Führerstand wechseln, anschließend folgt die Bremsprobe. Die Bremsprobe wird etwa 3 Minuten dauern. Alles klar. So, du passt schön auf und guckst auf die Bremsen, gibst mir entsprechende Anweisungen bitte. Ja, liebe PZB, alles gut, alles gut. Führerstand ist gewechselt, Pultbeleuchtung wird eingeschaltet. Ne? Jetzt. Pultbeleuchtung ist eingeschaltet. So, das ZP6, Bremse anlegen, Bremsdruck auf 3,5 bar. Okay. So. Hier würde ich jetzt wirklich gerne wissen, wo 3,6 bar sind. So. Naja, sollte so ungefähr stimmen. Ja, mach mal so. Mach mal 4. Wobei die Lokbremse werden wir gleich nochmal brauchen, damit wir nicht wegrollen. Dann sollten wir hier in der Steigung stehen. Oder im Gefälle.
Ja, Bremsprobe hat einfach den Hintergrund, bevor ein Zug abfährt, wird eine sogenannte Bremsprobe gemacht, um auch wirklich sicherzustellen, dass alle Wagen ja, volle Bremsfunktion haben und dass der Zug ja, nicht die Kontrolle über uns hat, sondern dass wir die Kontrolle über den Zug haben. Denn wenn wir nicht bremsen können, dann können wir nicht anhalten und können wir nicht anhalten, dann bauen wir in den meisten Fällen Unfälle. Habe ich mir zumindest so sagen lassen. So, ZP7, Bremse lösen. Aye, aye, Captain. So, Handbremse jetzt voll anziehen. Und Lokbremse. Ja, gut, das hier oben ist die Lokbremse. Handbremse wäre das hier. Die können wir spaßeshalber auch mal anziehen. So. Also der Druck hier bezieht sich jetzt ausschließlich auf die Lokbremse. Und hier hinten hätten wir jetzt nochmal die Wagen. Und diese Bremsblöcke hier, oder Klötzer, die werden natürlich hier in den Wagen dran gedrückt und der Rangierer oder ich glaube Wagenmeister, der kann hier natürlich entsprechend überprüfen, ob tatsächlich diese Bremsbacken am Rad anliegen. Und er hat da so ein kleines Hämmerchen bzw. eine kleine Stange, mit der schlägt er dann mal ganz kurz dagegen und dann hört er schon am Klang, ob die Bremse angezogen ist bzw. ob sie dann gelöst ist. So, und nach dem Bremse lösen, dann sollte eigentlich die Weiterfahrt oder die ja, eigentliche Fahrt gestartet werden dürfen. Gut, das R steht für. Ach, gute Frage. Für was steht der Fahrtrichtungsanzeiger R? Ja, Jüterbog kann es nicht sein. Na gut. So, ZP6, respektive Bremse in Ordnung. Sie dürfen abfahren. Alles klärchen. So, und dann geht's weiter in Richtung Leipzig-Mokau. Und würde ich mal sagen, machen wir uns gleich auf den Weg. So. Wow. Ganz gefährlich. Handbremse lösen natürlich. Handbremse lösen. Das wird uns die Lokomotive nicht verzeihen. Ein sehr riskantes Unterfangen. So, jetzt muss alles geben. Come on, Baby. Ausfahrt gestartet mit 50. Hier war die PCB. Steht sogar zweimal dran. Damit wir sie ja nicht verpeilen. Und wir hätten auf jeden Fall, ja, das müssen wir sofort noch tun. Das können wir natürlich nicht machen. Wir müssen die PCB-Zugart wechseln. Sorry, das habe ich an der Stelle wirklich vergessen. Ja, das passiert. Das passiert. So dürfen wir nicht fahren. So, einmal wechseln. Na, ich wollte sie nicht ausschalten. Wieso wechselt unsere liebe Lokomotive jetzt nicht die Zugart? Na, da haben wir ein Problem. Jetzt. Jetzt macht's es. PZB Zugart M. So soll's sein. Bremse kann wieder gelöst werden. Sorry an der Stelle. Eigentlich wird das natürlich gemacht in dem Moment, wo wir den Zug ankuppeln. Oder noch in echt wird der Zug eigentlich nicht so schnell abgefertigt. Meist werden noch irgendwo Container draufgeladen. Gut, hier in Großbären ist das jetzt relativ schwierig. Aber wir sind hier im Simulator und nicht in der echten Welt. Trotzdem sollten wir natürlich relativ vorschriftsgemäß fahren. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt hier in Großbären. Wir werden noch aus dem Bahnhof rausfahren. Da wir aber bereits den weiteren Teil in Richtung Leipzig-Mokau, was heißt das, da wir den schon bereits kennen. Nein, wir werden den natürlich noch fahren, aber
Wir werden das in unterschiedlichen Teilen tun. Ansonsten wird das hier etwas zu lang. So, einmal raus auf die Hauptstrecke. Oh, wie schön laut die Ludmilla ist. Das ist wirklich wunderbar. Ja, schade nur, dass wir heute die LZB nicht nutzen können. Schließlich hat die Ludmilla keine. Aber der Linienzugleiter ist natürlich auf der Ausbaustrecke der VDE 8 verlegt. Bezogen natürlich auf den Bereich zwischen Berlin und Leipzig. Ah, 50, genau. Also wir müssen nicht mit 40 ausfahren, wir dürfen mit 50 raus aus dem Bahnhof. Aber die PZB, die können uns dann einen Strich durch die Rechnung machen. So, jetzt nicht mehr. Bei 50 ist allerdings für uns Stopp. Wir beschleunigen den Zug dann gleich noch auf unsere zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Hier auch nochmal schön angeschrieben. Wobei, ich glaube, mit den Wagen dürfen wir sogar 120 fahren. Wir haben die KWS hinten dran. Ja, die müssten theoretisch 120 aushalten. Hier im Simulator halten sie auf jeden Fall 120 aus. Eine Szenariobeschreibung steht jetzt auch nicht nochmal was dabei. Aber na gut. Ja, bis Ludwigsfelde soll es aber auf jeden Fall noch für uns heute gehen. Und den Rest, den gibt es dann in einem weiteren Video. Na, ich würde gerne hier drüben hin. So. Ja, wie vorhin schon vermutet, wir werden aufs Nebengleis geschickt. Beziehungsweise aufs Ausweichgleis. Jetzt geht's für uns hier unter der Brücke hindurch. Vorhin sind wir hier oben entlang gefahren. Ne? Hier die Schleife runter. Wobei die Schleife ist ja auf der anderen Seite. Aber den Abzweig darunter. Und für uns geht's jetzt hier in Richtung Leipzig. Berlin liegt aktuell in unserem Rücken. Schön, jetzt wird 32. Guten Tag, Herr Lokführer. Eine so wunderbare Maschine. Und da drinnen dieser riesige Motor. Ein einzigartiger Klang. Und hinten dran ein schwerer Güterzug. Ja, eine wirklich wunderschöne Fahrt wird das heute. So, wir brauchen gar nicht so schnell machen. Dort vorne ist wieder gelb. Also halt erwarten. Das Signal zeigt noch grün. Das nächste bereits nicht mehr. Ja, Leistung an der Stelle raus. Und schon mal langsam reinbremsen. Dann heißt es heute für uns anhalten in Birkengrund. Wahrscheinlich müssen wir eine Zugüberholung abwarten. Dort vorne ist auch noch gelb. Ja, das ist nochmal ein Vorsignal-Wiederholer. Alles andere hängt dann vom HP0 zeigenden Signal dort vorne vor uns ab. Da wird sicherlich noch ein ICE von hier hinten langgezischt kommen. Da rechne ich wirklich fest damit. Hier drüben auch Berliner Currywurst. Warte mal, Gleis
Sicherheitsbereich von einer Firma. Wahrscheinlich ein Anschluss. Hier, ja genau. Hier Anschlussglas. So, auch das Zwischensignal nochmal bestätigen. Und dann heißt es anhalten am HP0 zeigenden Signal. Ja, und an der Stelle verabschiede ich mich ein weiteres Mal. Wenn euch das Video gefällt, gebt ihm einen Daumen nach oben, liked es, wie ihr es auch nennen wollt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns im nächsten Video wieder sehen. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. So, wir kommen jetzt hier noch ganz entspannt zum Stehen. Halten an und dann verabschiedet sich der liebe Thinking Flying von euch. Und dann bleiben wir stehen in 3, 2, 1 und Bremse anziehen. Wenn auch nur leicht. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Bremskraft. So, nicht, dass wir hier drüber rutschen. Das könnte sehr fatale Folgen haben. In dem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und allseits gute Fahrt. Wünscht Think New, Fly New.